Wenn man so will, ist das eben eine Investition in die Zukunft von Qualitätsjournalismus. Recherche, Handwerkszeug kann gar nicht genug ermutigt und gefördert werden, gerade weil sich zu viele Journalisten mit diesem ganz schnellen Google-Klick zufrieden geben müssen. Zeit wird immer knapper, wir haben es gelernt, und investigativer Journalismus ist ein besonders teurer Zeitfresser. Volker Lilienthal übernimmt jetzt, er wird Ihnen jetzt erzählen, was in diesem Jahr besonders auffiel und welche Projekte jetzt mit Hilfe der Stipendien losgetreten werden. Danke, Volker. Ja, vielen Dank, liebe Sonja. Recherchestipendien, warum überhaupt? Diese Stipendien sind ein relativ neues Instrument der Journalismusförderung, hat sich so ungefähr in der Mitte der 90er Jahre herausgebildet. Unternehmen kamen auf die Ideen, so etwas aufzusetzen und natürlich auch gemeinnützige Stiftungen. Recherchestipendien sind erstens eine Reaktion auf die von Nikolaus Brender schon beschriebene Tatsache, dass die Medienbetriebe immer weniger bereit sind, durch Investment in Personal und in Zeit ihren Leuten die Zeit zu geben, sich die Wirklichkeit wirklich genauer anzuschauen. Aber der gute Journalismus, der recherchierte Journalismus braucht eben genau die Zeit. Der Journalist saugt sich voll wie ein Schwamm mit sozialer Erfahrung, will das erstmal verstehen, bevor er dann halbwegs etwas Vernünftiges darüber von sich gibt und publiziert. Und genau das machen Recherchestipendien möglich. Sie schenken den Journalisten, die sich darum bewerben, Zeit. Gespeicherte Zeit, haben Sie, glaube ich, vorhin zitiert. Und genau das findet hier statt, auf sehr gute Weise. Die Otto Brenner Recherchestipendien, die in Zusammenarbeit mit Netzwerk Recherche vergeben werden, sind jeweils dotiert mit 5.000 Euro. Mit diesem Geld können in aller Regel die jungen Journalisten doch einiges anfangen. Sie können auf Reisen gehen, sie können rausgehen. Sie nehmen eben die Wirklichkeit nicht mehr vermittelt am Internetbildschirm wahr, sondern sie sprechen mit Leuten, sie reisen und bringen dann einfach ein profunderes Bild aus dieser Wirklichkeit mit. In diesem Jahr hatten wir 28 Bewerbungen um diese Recherchestipendien. Es könnten fast ein paar mehr sein, denke ich, weil das ist wirklich für junge Journalisten eine kolossale Chance, einmal ein paar Monate sich einem Thema zu widmen. Was interessiert uns als Jury an den Themen, die da vorgeschlagen werden, die wir ja dann auswählen in Zusammenarbeit mit Netzwerkrecherche? Zunächst einmal die thematische Relevanz. Wir wollen vor allen Dingen Themen fördern, die eher unterbelichtet sind im Mainstream. Wir sind stark interessiert an deutscher Gegenwart, was überhaupt nicht ausschließt, dass wir auch Auslandsthemen fördern, auch das haben wir schon getan. Welche Bewerbung reüssiert in der Auswahl? Die Bewerbung, die schon ein gutes Vorwissen des Bewerbers, der Bewerber erkennen lässt und natürlich eine kluge Vorbereitung. Also wir als Jury möchten wissen, was wird denn da, was kommt da auf uns zu. Thematisch war es in diesem Jahr wieder mal weit gespannt. Umwelt und Arbeitswelt wurde vorgeschlagen. Ostdeutschland ist immer wieder mal ein Thema und dann eben auch immer wieder ein starkes Interesse junger Journalisten an Auslandsthemen. Ja, und wer bekommt jetzt die Recherchestipendien 2012? Das erfahren Sie jetzt hier. Das ist Jörn Böwe und Johannes Schulten, saubere Energien, dreckige Jobs. Wie tickt die Windkraft- und Solarindustrie wirklich? Und Christina Rietz will sich der Krise der katholischen Kirche zuwenden. Zwei sehr gute Themen, wie wir fanden in der Jury. Und wundern Sie sich nicht, wir haben auch in diesem Jahr wieder drei Recherchestipendien, a 5.000 Euro vergeben. Das dritte Stipendium werde ich Ihnen thematisch nicht ankündigen und werde Ihnen nicht ankündigen, wer das recherchiert, denn es handelt sich da um ein sehr prekäres, heikles Thema. Und an dieser Stelle zu viel zu sagen, könnte den Rechercheerfolg gefährden. Deswegen bleibt das undercover in diesem Moment. Ich war schon beim Erfolg, beim Stichwort Erfolg. Die Recherchestipendien, die 2011, genau hier vor einem Jahr, vergeben wurden, sind alle erfolgreich abgeschlossen, vier an der Zahl. Sie haben ihre Themen veröffentlicht. Hier sehen Sie nochmal die damaligen drei Stipendiaten und dieser Jahrgang 2011 hatte eine kleine Ausnahme. Da haben wir nämlich vier Stipendien vergeben, weil das Angebot einfach so gut war. Und das vierte Stipendium, das ging an Daniel Drepper und Niklas Schenk.
Ich nehme an, beide Namen, Drepper Schenk, das kommt auch so stark rüber, haben Sie alle in der letzten Zeit schon mal in der Presse gelesen, und zwar im Sommer zur Zeit von Olympia. Worum es dabei ging, erfahren wir jetzt im Dialog mit Daniel Drepper und Niklas Schenk. Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Ja, hallo, liebe Kollegin. Sie beiden haben das Bundesinnenministerium gezwungen, den am grünen Tisch ausbaldowerten Medaillenspiegel für die deutschen Olympiateilnehmer in London zu veröffentlichen. Wie kamen Sie überhaupt auf dieses Thema? Woher wussten Sie, dass da was drinsteckt? Zündstoff nämlich. Ganz am Anfang dieser Recherche stand eigentlich, dass wir eine ganz simple Frage beantwortet haben wollten und das Bundesinnenministerium gleich schon mal deutlich gemacht hat, dass sie uns nicht sagen wollten, was wir wissen wollten. Da ging es darum, dass im Behindertensport die Mannschaftssportler mir gesagt hatten, wir kriegen immer weniger Geld, das wird umgeschichtet auf Einzelsportler, die können viele Medaillen gewinnen, wir sind teuer und bringen maximal eine Medaille, das geht uns gegen den Strich, dabei gibt es insgesamt mehr Geld für den Behindertensport. Das wollten wir wissen und weil da blockiert wurde, haben wir gedacht, jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Also Sie haben sich primär nicht so sehr für sportliche Erfolge oder Chancen interessiert, sondern für das Geldverteilsystem. Herr Drepper, bei der Recherche taten sich dann einige Widerstände auf. Welche waren das? Wie waren die motiviert? Und wie haben Sie die Hürden überwunden? Wir hatten im Mai 2011 das erste Mal angefragt, ob wir Akten sehen könnten zur Sportförderung und so weiter. Und wir wussten, das ist sehr intransparent. Viele Journalisten vor uns, der Sportausschuss des Bundestages, hatten das probiert und hatten es nie bekommen. Deswegen hatten wir schon damit gerechnet, dass wir es auch nicht bekommen. Und hatten dann aber gesagt, ja, das kann eigentlich nicht sein, weil es gibt das Informationsfreiheitsgesetz. Danach darf jeder Bürger in Akten des Bundes und der Länder und Kommunen und so weiter Einsicht nehmen, die aus Steuergeld bezahlt wurden, und das ist im Sport ganz klar der Fall, da fließen jedes Jahr hunderte Millionen Euro rein. Also begründet uns doch mal bitte, warum wir da nicht reingucken dürfen. Dann konnten die das nicht richtig begründen, dann haben sie uns zumindest mal so einen Aktenplan gegeben und wir haben gesagt, okay, die Akten wollen wir sehen. Dann hat das ewig gedauert, die haben es verzögert, die haben sehr hohe Kosten aufgerufen, dann haben wir zum Glück das Stipendium hier bekommen, haben noch vom DJV Unterstützung bekommen und ganz am Ende lief es auf Olympia zu. Und weil im Informationsfreiheitsgesetz keine Klausel drin ist, mit der man gerichtlich eine schnellere Bearbeitung erzwingen kann, sind wir kurz vor Olympia nochmal, haben wir die Pferde nochmal gewechselt und sind aufs Presserecht gegangen. Und im Presserecht kann man es gerichtlich erzwingen, dass schnell eine Antwort kommt. Und so haben wir zumindest diese Medaillenziele, die ja dann dieses oberflächliche, aber sehr große Medienecho hervorgerufen haben, zumindest die haben wir dann noch bekommen. Herr Schenk, Sie haben Ihre Arbeitsergebnisse in vielen Medien veröffentlicht. Es ging los mit dem WAZ-Portal der Westen und dann haben natürlich andere große Medien auch starkes Interesse an Ihrer Arbeit gehabt. Gab es denn immer auch Unterstützung von diesen Medienbetrieben? War das immer zweifelhaft, dass man Ihren Rechercheerfolg wollte? In den Medien, für die wir gearbeitet haben? Genau. Wir haben uns sehr, sehr gut unterstützt gefühlt von denen, für die wir gearbeitet hatten. Da hatte ich das Gefühl, wir haben vollen Rückhalt. Wenn was passiert, wenn es vor Gericht geht, wurde uns signalisiert, wir unterstützen euch. Der DJV hat das von Anfang an, oder hat es ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es auch für uns von den Kosten her bedrohlich wurde, weil es waren ja dann irgendwann Kosten von um die 11.000 Euro, die also längst auch durch das Stipendium nicht mehr abgedeckt waren, hat der DJV signalisiert, dass er großes Interesse daran hat, dieses Verfahren auch mit uns durchzustehen. Einfach damit es eine Rechtssicherheit gibt für Journalisten, die nach uns kommen, die auch wieder mit dem IFG, mit dem Informationsfreiheitsgesetz Informationen wollen, die dann vielleicht klarere Fristen haben, wo klarer geregelt ist, wie stark man solche Anträge zum Beispiel aufsplitten darf, um dann die Gebühren in die Höhe zu treiben. Da wurde mit uns ein bisschen gespielt und das könnte dann dadurch in Zukunft unmöglich sein. Insofern haben wir da zusammengearbeitet. Ich wollte nur sagen, die Medien, also vor allem die WAZ und dann später auch der Stern, die haben uns natürlich unterstützt, aber wir hätten jetzt nicht das Ganze als Freie machen können. Also wir haben jetzt für die Texte, die wir veröffentlicht haben, haben wir in anderen Medien, der FAZ oder wo auch immer, das gleiche Geld bekommen wie für andere Texte auch und das ist dann natürlich als Freier extrem schwierig. Das sollte man auch mal dazu sagen, unsere beiden Top-Stipendiaten hier sind beide freie Journalisten. Daniel Drepper ist Absolvent des Dortmunder Journalistikstudiengangs
und arbeitet jetzt vor allen Dingen für derwesten.de, aber auch für andere Medien. Und Niklas Schenk ist freier Journalist in Hamburg und Schüler der Henry-Nannen-Schule. Also insofern, freie Journalisten sind auf Unterstützung angewiesen. Ihr publizistischer Erfolg in diesem Sommer war ja auch ein sehr gutes Timing, welches dann mitten in Olympia, das wollte ich sagen, mitten in Olympia auch zu einem kleinen Lacherfolg führte, weil die Medaillenziele für die deutschen Sportler waren so enorm hoch gesteckt und so wenig wurde tatsächlich erreicht. Und das konnte natürlich das Publikum dann unmittelbar vergleichen, beobachten. Haben Sie manchmal gezittert, dass der Gerichtserfolg nicht rechtzeitig kommt? Ja. Also eigentlich muss... Daniel hat es vorher auch nochmal gesagt, eigentlich müssen wir dem Herrn Friedrich dankbar sein, fast schon, weil dadurch, dass er 15 Monate bzw. seine Behörde 15 Monate gemauert hat, ist überhaupt dieses Thema in einen Zeitpunkt reingerutscht, wo es für eine breite Öffentlichkeit interessant war. Wenn wir das zu dem Zeitpunkt, wo wir es beantragt hatten und mit der Absicht haben wir es auch beantragt bekommen hätten, dann wäre das, wir fanden es spannend, wir fanden es wichtig, aber dann wäre es letztendlich ein fundierter Nachrichtentext im Sportteil gewesen einer Tageszeitung. Und das wäre es dann wahrscheinlich auch gewesen für ihn. Insofern hat er das eskaliert. Und klar haben wir dann gezittert, als wir gemerkt haben, dass es jetzt womöglich während Olympia noch klappen könnte. Haben wir natürlich versucht, alles in Bewegung zu setzen, damit das auch passiert. Und wir sind natürlich nicht juristisch so versiert, dass wir immer wissen, okay, als nächstes können wir ein Zwangsgeld beantragen und eine Frist setzen. Und da war es einfach gut, dass uns Leute zur Seite standen, eben bei der WAZ und beim Stern, die uns ein bisschen gecoacht haben und gesagt haben, okay, da müsst ihr jetzt rein, das müsst ihr jetzt weiter versuchen. Das wollte ich auch nochmal sagen. Also wir haben das ja auch ohne Anwalt gemacht und deshalb der Kollege David Schraven und das WAZ Recherche-Ressort waren extrem wichtig, dass die uns dann auch Tipps geben konnten, wie man dann die doch bei Olympia auch noch rauskriegt, die Sachen. Es gibt ja leider eine fatale Tendenz zur Juristifizierung des Journalismus. Wir Journalisten erleben das so, dass wir verklagt werden, dass man uns droht. Sie haben den Spieß da jetzt mal umgedreht und durch Juristifizierung einen enormen publizistischen Erfolg erreicht. Sie sind noch junge Journalisten. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man plötzlich im Sommer so einen Erfolg hat? Alle Welt redet von meiner Recherche, von Ihrer Recherche und Ihr Name wird überall genannt. Weil das wurde ja auch fairerweise gesagt, dass die Initialrecherche von Ihnen kam. Es ist schwierig, als Münsterländer mit sowas umzugehen. Herr Schenk? Ja, ich hatte, in der Nannenschule wird man ziemlich hart rangenommen und wir hatten 2 Wochen eigentlich tatsächlich frei. Und ich bin Leistungssportler gewesen, jahrelang, und habe mir in den letzten 5 Jahren mit so Showauftritten als Turner Geld verdient mit 10 Freunden zusammen und wir haben uns eine Wohnung in London gemietet, um die Olympischen Spiele zu genießen als Fans. Und dann wurde ich mehr oder weniger zurückgerufen. Also insofern, dann habe ich dort gearbeitet und musste zwischendurch nach Frankfurt. Aber ich war dann trotzdem sehr dankbar. Also ich bin trotzdem froh, dass es da noch geklappt hat und habe den Urlaub dann gerne abgebrochen. Letzte Frage von mir, aber bleiben Sie hier bei mir hier oben. Sportpolitik, Sportfinanzen, ist da noch Musik drin? Bleiben Sie an dem Thema dran? Ja, wir kommen jetzt ja nach und nach an die Akten. Das waren ja damals nur diese Ziele und jetzt trudeln die langsam ein und wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten 5 Jahren auch noch andere Themen machen können als nur das, aber das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Okay. Bleiben Sie noch einen Moment hier. Ich sagte eingangs Recherche, Stipendien, wie die grundsätzlich funktionieren und das Besondere der Stipendien von Otto Brenner Stiftung und Netzwerk Recherche ist, dass sie begleitete Stipendien sind. Die jungen Journalisten werden jeweils von einem sehr erfahrenen Journalisten betreut. Das ist das sogenannte Mentorensystem oder sogar Zweien. Und ihr einer Mentor war Herbert Fischer-Solms, den ich jetzt auf die Bühne bitte. Kommen Sie bitte zu uns, Herr Fischer-Solms. Herbert Fischer-Solms, das darf ich hier kurz erläutern, ist einer der Größen des deutschen Sportjournalismus. Er kam in den 1950er Jahren, guten Abend Herr Fischer-Solms, er kam in den 1950er Jahren aus der damaligen DDR nach Westdeutschland und arbeitete von 1973 an bis Ende 2011 beim Deutschlandfunk in der Sportredaktion und er hat sich einen weithin geltenden Namen gemacht,
vor allen Dingen auch durch kritische Berichterstattung über Doping und das nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon sehr frühzeitig haben Sie auf diese große Gefahr für den Sport hingewiesen. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind, Herr Fischer-Solms. Mich würde einfach mal interessieren, was hat ein Mentor eigentlich zu tun bei der Begleitung eines Recherchestipendiums? Ich habe einen Anruf von Daniel bekommen. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, er arbeitet für den Deutschlandfunk und hat damals schon die kritischen Themen sehr konkret und sehr kompetent angegriffen. Er hat gesagt, er hat von dieser Geschichte erzählt und sagt, man will, dass man den jungen Leuten noch irgend so einen alten Knaben zur Seite stellt. Es ging ja auch darum, dass man zum Beispiel ein paar Leute kennt, die Sie vielleicht nicht kennenlernen, die vielleicht auch aus dem Sport ausgeschieden sind, möglicherweise auch nicht ganz im Frieden geschieden sind und so weiter und die ein bisschen drauf schauen. Und ich habe gesagt, mache ich gerne. Und dann kam der Anruf von Egbert Koch von Netzwerk Recherche und dann ging das ganz schnell, wobei ich sagen muss, ich hatte nicht viel Arbeit mit den beiden, denn die haben klasse gearbeitet, die hatten ein riesen Pensum, aber haben mich auf dem Laufenden gehalten. Wir haben kommuniziert, telefoniert, Mails ausgetauscht, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich deren großartiges Werk geworden. Ich habe mich sehr darüber gefreut, denn es ist so, wie Sie sagten, wir haben viele und die beiden haben viele Ergebnisse herausgearbeitet, die auch künftig eine Rolle spielen werden, aber es gab natürlich etwas Spektakuläres, das war die Veröffentlichung der Zielvereinbarung und das haben sie eben rechtzeitig geschafft. Ja. Sie haben Kontakte vermittelt, damit die beiden an bessere Informanten kommen. Wo konnten Sie noch raten, wo konnten Sie fördern? Es ging einmal darum, zu sagen, pass mal auf, da ist schon vor ein paar Jahren das und das veröffentlicht worden, schaut mal danach oder ich schicke euch mal dies und jenes. Und es ging tatsächlich um Kontakte. Es ging um die Einschätzung von Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die ein Amt haben, wo man sagte, mit denen braucht ihr nicht zu sprechen, die erzählen nichts, die kosten euch nur eine Menge Zeit. Oder andere, die vielleicht weniger im Fokus stehen, die aber sehr ehrlich an so eine Sache rangehen, denen es möglicherweise auch ein bisschen stinkt, dass der Sport so ein Geheimnis macht um eine Geschichte, die eigentlich gar kein Geheimnis wert ist. Und da konnte man Kontakte vermitteln und auch auf Kontakte hinweisen, ja. Wenn man die beiden so sieht, denkt man nicht auf den ersten Blick, das sind Heißsporne und Abenteurer, aber untergründig ist auch die Leidenschaft da spürbar. Musste man die beiden auch mal mäßigen? Nein, in gar keinem Fall. Die wurden gemäßigt durch den organisierten Sport, den Deutschen Olympischen Sportbund und durch das Bundesinnenministerium. Und nein, die waren auch im Grunde genommen nie auf einer wirklich falschen Fährte, sondern die haben ihre Geschichte sehr, sehr konkret und also ich fand das toll, wie die jungen Leute sehr, sehr gezielt an die Sache rangegangen sind und das haben die großartig gemacht. Nein, die waren nie auf irgendwelchen Abwegen, journalistischen Abwegen, ja, oder in Gefahr vielleicht da sich zu verrennen, nein. Herr Fischer-Solms, da wir heute Abend mit Ihnen einen der erfahrensten deutschen Sportjournalisten zu Gast haben, erlaube ich mir doch noch abschließend die Frage, wie beurteilen Sie den allgemeinen Zustand des deutschen Sportjournalismus? Ich denke, die Arbeit von den beiden kann so etwas sein wie ein Leitstern. Das kann kritischer Sportjournalismus sein und auch leisten. Aber ist das sozusagen der Durchschnitt? Sie wissen, dass das natürlich nicht so ist, sondern das ist in der Tat, haben wir es heute hier mit zwei Leuchttürmen zu tun. Die Situation des Sportjournalismus ist sehr schlecht, sehr unbefriedigend. Wenn wir von Sportjournalismus sprechen, dann muss man sagen, was ist denn heute? Heute ist Fußball. Wir haben eine Monokultur des Fußballs. Es gibt Sendungen im Rundfunk und im Fernsehen, die sich Sportsendungen nehmen, in denen aber nur Fußball dann drinsteckt. Wir erleben, dass zum Beispiel die Sportshow am Samstag jetzt schon die dritte Liga und die zweite Liga Fußball überträgt, dass das ZDF auch im Sportstudio, wir haben ja gerade den
Tod von Harry Valerian erleben müssen. Das war ein Sportstudio, in dem noch die Vielfalt des Sportes zum Ausdruck kam. Der hat bewiesen, dass auch Dopingdiskussionen im Sportstudio die Leute fesseln können. Das war großartig. Nein, wir haben heute einen Sportjournalismus, der ja schon etwas Besonderes ist, wenn wir kritische Journalisten erleben. Mein Kollege und Freund Jens Weinreich hat mal gesagt, heute sind Sportjournalisten in erster Linie Fans, die den Sprung über die Barriere geschafft haben. Und das ist so. Insofern ist das, was heute hier passiert und was die beiden geschafft haben, für den Sportjournalismus eine wirkliche Auszeichnung, auf die er stolz sein kann. Und es ist wunderbar, dass sie dafür die ordentliche Unterstützung bekommen haben. Ja, finde ich auch. Und mit meiner letzten Frage, Herr Fischer-Solms, entlasse ich Sie jetzt aus Ihrer Mentorenpflicht. Was geben Sie den beiden jungen Nachwuchstalenten auf den Weg? So weitermachen. Okay. Vielen Dank. Liebe Sonja, das war unsere Talkeinlage. Es ist jetzt an dir, die Preisverleihung zu retten.